Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute mal mit einem echten Schmankerl für alle Star Wars-Fans. Und zwar haben wir hier von der Firma Propel ein limitiertes Sondermodell. Genau, ein Set des X-Wing, des berühmten X-Wing T-65, kennt glaube ich jeder. Ja. Also egal, ob Star Wars Fan oder auch nicht. Mhm. Jedem ein Begriff. Und das ist eine von drei neuen Drohnen, die Propel in Zusammenarbeit mit Disney, logischerweise Lizenzgeber, und Lucasfilm am 1. September, also wirklich ganz frisch, ja, lanciert hat und deutschlandweit in den Handel gegeben hat. Mhm. Und wir haben hier schon mal eines dieser kleinen technischen Wunderwerke. Ja. Die limitierte Edition macht schon mal richtig was her. Ja. Wir können mal kurz sagen, neben dem X-Wing gibt es noch den TIE Fighter, also das berühmte Raumschiff von Darth Vader, und ein 74Z Speederbike, eigentlich kein Raumschiff, aber trotzdem auf jeden Fall ein cooles Fahrzeug. Ja, und man sieht ja schon, das ist ziemlich edel gemacht. Wir haben hier vorne diesen angedeuteten X-Wing, das ist so aus so einem Kunststoff hergestellt, schön in schwarz glänzender Optik. Genau, das ist auch ein Merkmal der Limited Edition, mhm, ne, dieser High-End-Sammler-Edition. Propel geht schon davon aus, dass viele dieser Editionen überhaupt nicht geöffnet werden. Ja. Denn welcher Sammler packt denn ein Sammlerstück aus? Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich... Wir haben diesen Frevel begangen, ja, denn das Auspacken gestaltet sich gar nicht so einfach, beziehungsweise doch, es gestaltet sich einfach, aber man muss dafür etwas mehr machen, als den obligatorischen Tesafilm durchschneiden, ja, nämlich man muss hier an den Seiten dieses Siegel durchtrennen. Ja, das, ne, ist fast wie so ein Wachssiegel, ja, aus einem, genau, alten Brief. Ja, das macht richtig was her. Zeigen wir nochmal ganz kurz hier die Rückseite, die ist ja nämlich nicht minder edel, da haben wir jetzt zwar kein 3D-Modell drauf, aber trotzdem alles so in so einer glänzenden Optik hier bedruckt. Jeden Fall. Noch der Star Wars Schriftzug. An den Seiten steht noch mal ein bisschen drauf, was drin ist. Genau. Und ich würde sagen, wollen wir schon mal den Deckel herunternehmen? Ja, vielleicht sollten wir erstmal vorwarnen, denn wenn wir den Deckel runternehmen, passiert etwas, was bei den wenigsten Drohnen sonst passiert. Ja. Nämlich, es passiert was. Ja. Und das können wir euch jetzt einfach mal zeigen. Mhm. Und wir entspannen uns mal kurz. Und genau. Jetzt bräuchte man eigentlich so einen drehenden Teller, wo das Teil einmal so verteilt. Das wäre schon faszinierend. Ja. Ziemlich cool gemacht hier mit Beleuchtung natürlich. Das ist natürlich, das ist mit Beleuchtung. Und da ist er wieder aus. Setzt man den Deckel auf, ist die Mucke wieder aus, um es mal platt auszudrücken. Ja. Das Besondere daran, es gibt vier Themes, die gespielt werden. Wir haben uns natürlich jetzt mal für den Main Star Wars Theme entschieden, den jeder kennt. Mhm. Wir können hier einfach nochmal lüften. Ja. Wir werden es jetzt nicht durchlaufen lassen, weil es dauert eine ganze Zeit. Ja. Bisschen ruhiger. Aber einfach mal, um die Vielfalt zu zeigen. Da ist Spannung drin. Ich sag's dir. Schon vor, als ob man. Die Raumschiffgeräusche, das ist ziemlich cool gemacht. Und last but not least. Happy End. Okay. Das Beeindruckende daran, worauf Propel auch sehr stolz ist, spielt mal nichts mehr und ist das Licht nicht mehr an, muss man sich keine Sorgen machen. Denn man kann den Akku wechseln. Gott sei Dank. Also auf jeden Fall, man muss sich keine Sorgen machen, dass diese unglaublich coole Blisterverpackung irgendwann mal sound- und lichtlos sein wird. Das ist echt cool. Das Problem ist nur, wenn man sie aufmacht, spielt die Musik. Also sprich, wir werden jetzt das Ganze nochmal aufmachen, die Drohne rausholen, währenddessen nochmal den Main-Theme genießen und dann anschließend die Haube aufsetzen, damit mal wieder ein bisschen Ruhe ist. Okay, ich nehme die Haube mal ab und du kannst das Ganze ja dann mal entnehmen. Genau die richtige Hymne, um perfekt Unboxing hier zu beginnen. Oh, es wird auch noch ein bisschen lauter. Ich wollte gerade sagen. Ach, also solche Gummitaschen, wo die Motoren drin sitzen. Okay, noch mehr. Hier, das ist der Sockel. Mhm. So. Sieht das schon aus, wenn ich den jetzt draufsetze? Hoffen wir mal, ne? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt können wir uns der ganzen Sache mal widmen. Fangen wir doch einfach mal, den stelle ich mal kurz beiseite, fangen wir doch mal mit der Drohne an. Mhm. Also die
abgesehen davon, dass sie extrem leicht ist, verfügt über 4 nach unten gerichtete Bürstenmotoren und eine echt coole Optik. Vielleicht möchte ich sie mal in die Kamera zeigen. Also da ist nichts mit lieblos gefärbt, designt. Das ist echt klasse gemacht. Das sieht richtig gefinisht aus. Sieht aus, als ob sie schon ein paar Flüge hinter sich hätte, den ein oder anderen Lasertreffer schon abgekriegt hätte. Ich zeige nochmal hier unten die Motoren. Die sitzen also hier, genau, hier und auf den anderen beiden Seiten. So hat man von oben halt eine coole Optik, weil kein Prop ins Bild ragt. Ja. Das ist echt klasse gemacht. Und wir können ja schon mal sagen, diese Drohnen, die sind nicht nur dazu da, um mit ihnen einfach nur durch die Gegend zu fliegen, sondern die haben ein richtig klasse Feature, nämlich ein Laser an Bord. Sprich, du kannst richtige Battles fliegen. Also maximal 12 Leute können gegeneinander antreten. Also in zwei Sechser-Teams beispielsweise. Und die Drohne ist mit einem Niedrigenergie-Laser der Klasse 2 ausgerüstet. Also absolut unbedenklich, da muss man sich keine Gedanken machen. Das ist deutlich effektiver und auch schneller in der Verarbeitung als beispielsweise früher die Modelle, die mit Infrarot das Ganze gemacht haben. Das kennt man ja, das gab es ja schon vor einigen Jahren. Das war relativ rudimentär alles. Und das hier funktioniert halt richtig gut, weil wir haben es schon mal ausprobiert. Wir waren auf einem Presseevent in Brüssel. Da werden wir euch nachher auch nochmal ein paar Videosequenzen zeigen, wie das Ganze so da abgegangen ist. Aber vorher gehen wir nochmal auf die Drohne ein. Ja. Wie gesagt, man kann diese Laser-Battles fliegen und das Ganze funktioniert über App-Anbindung. Man sieht genau, wer einen abgeschossen hat, wie viele Treffer man kassiert hat, was man selber gemacht hat. Das ist richtig durchdacht, aber dazu später auch nochmal mehr. Ja. Genau, du hattest ja gerade hier schon mal, die Kabinenhaube entriegelt. Also, wie es sich gehört, wird diese Drohne mit einer passenden Haube ausgeliefert, obwohl die eigentlich nur eine verdeckende Funktion hat. Ich kann das hier mal zeigen. Letztendlich ist das der Akkuschacht. Und jede andere Drohne würde entweder mit einem Akku darin ausgeliefert werden oder einfach ohne Haube. Aber da es ja eine limitierte Salmala-Edition ist und auch richtig was hermachen soll, mit Disney-Lizenz und allem drum und dran, ist eben diese coole Kabinenhaube drauf, die mit so einem Schnellverschluss versehen ist. Und wenn man letztendlich den Akku einsetzen will, muss man später nur die Haube runternehmen, Akku einsetzen und dann kann es losgehen. Dann kann man die Haube weglassen. Richtig, genau. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, muss ja alles im Zubehörsortiment sein. Das wäre das eine. Richtig. Wie geht es denn weiter in diesem schönen silbernen Karton? Richtig. Silbergrau. So. Menge Zubehör. Oh ja. Na, also hier schön übersichtlich gestapelt. Riecht auch gut. So nach frisch bedrucktem Karton irgendwie. Ja, genau. Also nicht schlecht. Also man kennt das ja auch von verschiedenen anderen Modellen, wo man sich denkt, da... Manchmal riecht das schon ein bisschen giftig, wurde ein bisschen feucht eingepackt. Also hier in diesem Fall ist das ein angenehmer Geruch. Soll ich mal helfen? Oder? Nein. Okay. Entschuldigung. Fummel nicht. Okay, zieh mal. Ich liege dazwischen fummeln. Aber so ist es einfach. Genau. Arbeiten wir uns von oben nach unten, würde ich sagen. Würde ich sagen, ja. Was haben wir denn hier? Training Cage. Also ein Übungslandegestell oder Käfig. Ich versuche das mal hier möglichst vorsichtig auszupacken. Ah ja, der klassische Schutzring für die Rotoren. Ja. Ziemlich filigran. Ja, gut. Aber sehr leicht. Der ist sehr leicht. Also wie gesagt, ist schön flexibel. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass da die Drohne letztendlich großartig leiden wird. Nee, wahrscheinlich oder die Performance. Nicht. Wird einfach aufgesteckt. Ach so, genau. So und geht das. Genau. Zumindest hat man dann die Sicherheit, dass Wandberührungen nicht direkt mit dem ersten Flugende Ende, Fahrradkette. Sieht natürlich jetzt nicht mehr so, scale und vorbildgetreu aus jetzt, aber es ist eben, damit man auch, ich zeige das nochmal hier, wenn man da noch nicht damit geflogen ist, nicht gleich sich die schöne Optik ruiniert. So ist es. Nehmen wir direkt mal wieder ab, damit wir hier das Prachtstück auch sehen, ohne diese... Diesen Schutzring. So, hier haben wir den Sender. Ah ja. Ne? Also, ein ganz einfacher weißer Sender, Kreuzknöppelaggregate, funktioniert alles wunderbar. Hier haben wir Bedienelemente in der Mitte, hier ebenfalls. Hier oben haben wir noch ein paar Tasten und hier haben wir die obligatorische Halterung für Smartphone. Ne? Dann später, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, es gibt eine App-Anbindung, lanciert Propel passend zum 1. September, wird also alles dann entsprechend auch verfügbar sein. Wir konnten es ja schon mal testen, das ist recht cool, weil es gibt in dieser App auch einen Trainingsmodus, sprich du kannst einfach hiermit fliegen,
eine Art Flugsimulator, brauchst deine ersten Flugerfahrungen also nicht mit der Drohne machen. Mhm. Obwohl die selber, obwohl sie maximal 50 km/h erreicht im sportlichsten Modus, auch über einen Trainingsmodus verfügt, der das Fliegen tatsächlich sehr, sehr einfach macht. Ja. Jetzt muss ich aber mal doof fragen, eine Kamera hat das Ding ja nicht. Nein. Das heißt, auf dem Smartphone wird dann nur diese, ich sag mal, diese Fighter-Steuerung aktiviert, wo man dann du siehst dann letztendlich deine Übersicht oder benutzt ihn halt als, als Monitor für deinen Flugsimulator. Ach so, okay. Und das ist dann natürlich auch richtig cool. Mhm. Du bewegst die entsprechenden Modelle tatsächlich in einer coolen Umgebung, also im Hangar oder das Speederbike tatsächlich, Waldgebiet und ähnliches. Dann kannst du da verschiedene Missionen erfüllen und auf diese Weise deine Skills erhöhen, im Rang aufsteigen. Das ist cool. Ein cooles System, hat schon Spaß gemacht und für jemanden, der das Ding noch nie in der Hand hatte, also so ein Sender, beziehungsweise noch nie eine Drohne geflogen ist, ist das eine ganz coole Idee. Ja. Ja, erinnert so ein bisschen an so ein Gamepad von den Steuer- und Tastmöglichkeiten hier. Genau, ne? Also ich kann dir auch sagen, wenn man am Schießen ist, ist man auch relativ viel mit den Tasten am oben am Gang. Ja, das kennen wir. Und ich finde, das ist auch echt ziemlich cool integriert, diese Smartphone-Halterung. Also das ist nicht wie bei anderen, wenn man so eine plumpe Schraube mit einem Plastikriegel, sondern das verschwindet hier. Hier unten haben wir noch einen Lautsprecher, sehe ich. Da wird dann wahrscheinlich auch so in die entsprechende Geräuschkulisse erzeugt. Genau, das Ganze kannst du auch noch mit Kopfhörern verbinden. Mhm. Du kannst dann quasi den Sound, während du fliegst und battlest, live miterleben. Das ist richtig cool gemacht. Also das sind viele, viele Features, die dieses Set bietet. Ja. Können wir schon mal was zum Preis sagen? Ja. 239,99. Mhm. Also jedes der Modelle, sowohl der X-Wing als auch der TIE Fighter und das Speederbike in dieser limitierten Edition. Ich würde sagen, es lohnt sich. Schnell sein muss man wahrscheinlich auch, weil Star Wars Fans aus aller Welt haben ja drauf gewartet. Ja. Propeller hat das ja schon länger angekündigt, aber bis da letztendlich alles verfügbar war und mit Disney alles abgekaspert war, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen dauert. Das glaube ich allerdings auch. Hat das doch etwas gedauert. So, hier haben wir die Props. Das ist auch was eine Besonderheit. Damit man nicht dauernd den Rotorkreis sieht, sind die durchsichtig. Ja, clever gemacht. Quasi, nicht zu sehen. Nicht zu sehen, genau. Aber zu sehr zu spüren natürlich. Richtig. Und wenn einem dann doch mal hier ein Unglück passiert und die Laser abbrechen, ne, liegen noch ein paar bei. Die sind geschraubt, sehe ich gerade. Hier unten sind zwei Schrauben, da kann man die dann entnehmen. Ganz ansonsten ein bisschen Werkzeug zum Propeller aufsetzen etc. Das ist das. Dann packe ich das schon mal wieder ein. Ja. Und was jetzt noch fehlt, ist letztendlich Akku und Lader. Ne? Wird dann wahrscheinlich hier drin sein. Ah ja. Und da sehen wir, wir bekommen gleich zwei. Jetzt können wir den hier nochmal abnehmen. Siehst du, ich krieg sie nicht mal raus, so gut sind die verpackt. Also das ist schon echt gut gemacht. Hier sind die kleinen. Ne? Die also wie gesagt, es ist letztendlich genau das Cockpit. Nur wie gesagt, dass hier jetzt noch ein Lipo angeschraubt ist. Theoretisch könntest du dir hier sogar auch noch einen anschrauben, die entsprechenden. Ach so. Hier, wie heißt nochmal? Die Haltepunkte, ja. Danke, genau. Das ist mein erstes Ding. Ja. Ich zeige das nochmal in die Kamera. Ja. Der hat hier unten, ja, wie man das auch von Digitalkameras und so weiter kennt, da sind ein paar Kontakte. Hier oben der entsprechende Gegenpol und da wird das hier einfach reingesteckt und dann geht es schon los. Mache ich jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, was passiert. Genau. Und das hier ist im Übrigen der Lader. Der Lader, da denkt man sich, wie soll ich denn diesen Akku da reinkriegen? Ja. Muss man aber gar nicht, denn wenn man der Form ein bisschen folgt und sich nicht ganz dämlich anstellt, wie du das ja sonst gerne mal machen, weiß man, man steckt ihn einfach hier ein und dann wird das Ganze entsprechend geladen. Als Gegenstück haben wir hier dann noch den Steckerlader. Ja, das ist ein ganz normaler, hier so ein runder Anschluss mit so einem Pol in der Mitte und außenrum. Genau. Ups. Da kommt mir schon was entgegen, genau. Also wie gesagt, einfach Kabel, da gehört er rein. Dann haben wir hier das entsprechende Gegenstück für den USB-Port und verschiedene Stecker. Das kann man dann, so wie man es braucht, zusammenbauen. Ja, jetzt gucke ich gerade, der Sender, der hat, was ist das denn hier? Ein Schraubenzieher. Das ist ein Schraubenzieher, ja. Praktisch. Der hat dann wahrscheinlich einen USB-Anschluss zum Laden, ne? Ah ne, der ist auch hier unten, der hat den gleichen Anschluss. Das heißt, man muss dann das separat laden. Richtig, genau. Okay. Was kann man hier noch machen? Muss man wahrscheinlich aufschrauben. Ja, genau. Ja. Gut. So, was wir noch haben, der Tisch fühlt sich. Ja, es wird langsam ein bisschen eng, ja. Haben wir die Anleitung.
Hier steht es nochmal. Disney, Lucasfilm. So. Ja. Auch in einem Schieber. Einschieber. Ja. Mhm. Und das Ganze heißt natürlich auch nicht Anleitung, sondern es heißt Pilot's Handbook. Mhm. So. Schauen wir mal rein. Ja. Sehr reich bebildert, beschrieben. Hier haben wir jetzt die Anleitung lediglich in Englisch. Die wird dann wahrscheinlich... Ich kann ja mal gerade ein bisschen... Genau, dann wird die wahrscheinlich nochmal entweder als deutscher Download zur Verfügung stehen oder später auch entsprechend beiliegen. Das wissen wir natürlich nicht. Ja, aber sieht das Ganze aus. Wie gesagt, da dürfte alles beschrieben sein, was wichtig ist. Das denke ich auch. Wobei nun Englisch ja heutzutage auch... für die meisten keine Hürde mehr ist, da kann man... Aber ich denke mal, wenn man so ein Komplettset auf den Markt bringt, dann wird eine deutsche Anleitung, glaube ich, das kleinste Problem sein. Das denke ich auch. Ja. Und damit ist der Karton, glaube ich, geleert soweit. Damit ist der Karton geleert, richtig. Ja, ich würde sagen, wir füllen ihn noch gar nicht mehr, sondern machen uns gleich mal auf den Weg. Füllen wir mal den Akku jetzt. Das ist eine gute Idee. Und letztendlich, der Arbeitsaufwand, was müssen wir machen? Wir setzen die Props auf, laden die Akkus, sowohl vom Sender... Wird wahrscheinlich schon was drin sein, aber prophylaktisch. Ja, genau. Dann füllen wir den Akku vom X-Wing. Ja. Und anschließend kann es losgehen. Dann, ne? Blick ins Handbuch noch und dann geht's los. Ja, und ich würde sagen, das probieren wir auch direkt mal aus. So ist es. Und an dieser Stelle melden wir uns dann später wieder. Wenn wir die ersten Erkenntnisse über die Flugeigenschaften haben und was das Ding so kann. Genau. Und nicht zu vergessen, die Impressionen aus Brüssel, die versprochenen, gibt es natürlich auch noch. Die gibt es auch noch. Bis dahin.